Viele Menschen sprechen von einem Black Swan oder schwarze Schwaneffekt in der Finanzwelt. Was hat das zu bedeuten? Das Konzept geht zurück auf Nassim Taleb, der ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Ein schwarzer Schwan ist in der Finanzwelt ein sehr unwahrscheinlich und unvorhersehbares Ereignis, was sehr, sehr große Auswirkungen hat. Ähnlich wie in der Natur sind schwarze Schwäne extrem selten und deswegen diese Analogie. Schwarze Schwanereignisse werden in der Regel immer als negative Ereignisse angesehen, die man wie gesagt nicht vorhersehen oder einschätzen konnte. Und deswegen kann man gegen diese kaum ein erfolgreiches Risiko Management betreiben. Einige Beispiele für Black Swan Events sind der Zusammenbruch der Dotcom-Blase im Jahr 2000, die Terroranschläge am 11. September 2001, etwas kontroverser diskutiert, ob es wirklich ein schwarzer Schwan war, die Finanzkrise 2008 oder das Erdbeben und der Tsunami in Japan im Jahr 2011. Bei all diesen Ereignissen gibt es im Nachhinein immer wieder Menschen, die sagen, dass dieses Ereignis vorhersehbar war und es sich deswegen nicht um ein schwarzes Schwanereignis gehandelt hat. Man orientiert sich hier aber meistens an der Mehrheitsmeinung, also ob es für die Mehrheit der Menschen nicht vorhersehbar war.